Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu No More Heroes 3. Genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, ich bezweifle, dass hier auf der offenen Straße irgendwas ist. Komm mal bitte her, mein Wagen. Stehst du in der falschen Richtung? Wir wollten die Fragezeichen heute noch untersuchen. Und ich habe meinen Wagen umsonst gerufen. Weil ich hier mit dem Wagen gar nicht durch kann. So, hier ist ein Fragezeichen irgendwo. Wo ich von dieser Seite aus nicht drankomme. Nice. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Danke. Danke, dass du freundlicherweise freiwillig aus dem Weg gegangen bist. Hier ist schon wieder ein Klo. Und hier ist sehr viel. Vor allen Dingen ist hier der Bankautomat. Ah, ich habe die 35.000 noch nicht mal. Ich muss erst noch 35.000 verdienen. So, jetzt darf ich ein weiteres Mal meine Bestimmung erfüllen. Ja, komm raus! Komm raus, mein kleines Braunes! Jo! Welt gerettet! Und ich krieg so wenig dafür! Die WSN kann ich zwar gebrauchen, aber es ist so wenig, was man für das bisschen kriegt. Dafür oft man dann Zeit, ne? Okay, hier sind einfach nur Rahmen bzw. Sushi. Ich gönne mir einfach nochmal eben kurz die Matsu. Und habe ich im nächsten Kampf mehr Kraft. So komme ich natürlich auch nie auf die 35.000. Sofern ich das jetzt in der heutigen Folge auch nicht schaffe, mache ich das dann eh offscreen. Dass ich mir die 35.000 ergatter. So, eine Deathman-Karte. Ein T-Shirt-Alien. Das habe ich, glaube ich, schon geschafft. So, hier ist noch irgendwas. Ach ja, das Gespräch. Ich mach mich mal kurz weg. Mission erfüllt. Und dafür bin ich jetzt extra hierher gekommen. So, hier komme ich nur zu Fuß vorbei. Und hier ist eine Müllaufsammelmission, die ich jetzt nicht machen werde, weil das nur eine billige Müllsammelmission ist. Okay, die beiden waren offenbar Verteidigungsmissionen. Können wir also ignorieren, dann gehen wir jetzt nur noch hier hin. Also ich könnte sie machen, aber es hätte wenig Sinn. Das sind einfach nur ganz normale Kämpfe. Davon habt weder ihr noch ich einen Nährwert. Ja, geht aus dem Weg. Obwohl, ich könnte mir das Gebiet oben angucken. Das wäre natürlich ein Nährwert. Mache ich dann aber, wenn nachdem ich hier die beiden Punkte einmal kurz geholt habe. Perfekt eingepackt. Auf offener Straße. In eine Wand. Motorradfarmen lernen mit Shining. Ich hab's noch gesehen.
Ab ins Copy. Ich weiß nicht, wie viele von denen ich schon mittlerweile habe. 13. Echt viele. Ich hoffe, ich kann hier den Berg einfach runterspringen. Vor allem, weil da unten ein Skorpion ist. Ansonsten muss ich den ganzen Weg laufen. Aber erstmal vorgesehener Kampf. Und fight! Get ready. Spin death slow. So, natürlich gehe ich auf dich los. Und hab ihn. Einer ist schon weg. Und du bist als nächstes dran. Tschüss. Hallo? Jetzt stirb. Danke. Weg mit dir. Ich habe ihn einfach weggeschossen. Durch eine Wand hindurch sogar. Und da sind wir zurück vom vorhergesehenen Kampf. So, die Frage aller Fragen. Kann ich hier jetzt einfach runterspringen? Nein, kann ich nicht. Ich muss mal eine kurze Reise antreten, also sehen wir uns gleich. Obwohl, warte mal, bevor wir die Reise antreten, gucke ich mir erstmal das kleine Ding hier oben an. Nicht das Ding. Das wollte ich mir eigentlich nicht angucken. Ich meinte eigentlich das Gebäude weiter da hinten auf der Karte. Gucken wir uns das noch eben an, bevor ich da runterfahre. Einmal kurz gucken. Sieht mir aus wie eine Anstalt. Hier ist auf jeden Fall was. Da kann man nicht mal rein. Kann mich also nicht einweisen lassen. Schade. So, wir sehen uns da unten. So, Leute, da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier unten. Wo ich schon einen Skorpion sehe. Der wird direkt mitgenommen. Kann ich schön bei dem Sushi-Laden abgeben. Hab ihn. Mann, hier sind echt viele Skorpione. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in diesem Graben was ist. Ich liege direkt richtig, da liegt eine Karte. Nix wird liegen gelassen. Wenn ich schon was sehe. Ist eine Sache weniger, die ich später sammeln muss. So, natürlich holen wir uns erst den Skorpion und dann den Kampf. Hier sind halt wirklich viele Skorpione. Mir fehlen danach nur noch 5, dann habe ich die Skorpione fertig. Sogar ein regenbogenfarbener. So, und dann, ansonsten ist hier vorne nichts. Dann können wir uns den Kampf hier gönnen. Oh, ich glaube, das ist ein Kampf im Weltall. Weil wir uns in die Händchen gesteigt verwandelt haben. Leute, wir kämpfen im Weltall. Irgendwas kämpfen wir. Was bist du? Ich weiß nicht, was du bist, aber du siehst geil aus. Bitte, halt, hab nicht so einen dämlichen Namen. Weltraumhöhle. Ja, sein Maul ist ein Schwachpunkt. Das Ding sieht richtig geil aus. Strawberry, right on.
Komm, zeig deine hübsche Schnilde. Zeig sie mir. Mach sie auf für mich. Also, der macht immer verschiedene auf. Und ich muss immer gucken, wo es offen. Tschüss. So, wo ist als nächstes offen? Ich muss gucken, wo offen ist. Geh auf! Oh, er ist in der zweiten Phase. Ich habe es kaputt gemacht. Was für ekelhafte Würmchen. Und ich kann sie nicht mal angreifen. Ich wollte ihn weglasern. Ich habe aber nicht die richtige Taste gedrückt. Er ist in der Phase 2 übrigens. Alter, diese Würmchen. Diese Würmchen nerven. Da muss ich hin. Cranberry Super Kill. Hau ab von mir. Phase 3, was kommt jetzt noch dazu? Oh, so etwas kommt noch dazu. Dass sich jetzt auch der Kern wehrt. Aber ich hab's umgebracht. Ja! Ich hab nicht mal gesehen, dass er es ausgespuckt hat. Zack! Der Kampf war geil. Nur die Cutscene am Ende war ein bisschen arg lang. So Leute, ich bin jetzt nach Center Destroy gegangen, damit ich hier mal zum einen zuerst die Karten abgeben kann, die ich geholt habe. Und danach direkt die Skorpione. Weil wir wollen ja schon wissen, wie viel ihr dafür kriegen wird, das alles, was wir gesammelt haben. Außerdem habe ich so viel WSN, die muss ich auch mal ausgeben. Ich glaube, mit den Skorpionen könnte es hinkommen, dass ich heute schon mir den Rangkampf kaufen kann. Ich könnte. Ich werde es vielleicht machen. Mal kurz gucken. Ja, könnte von der Aufnahmezeit noch hinkommen. Ja, ich kann es noch machen. Sofern ich jetzt genügend kriege. Nope. Aber was ich schon mal machen kann, ist einmal nach unten gehen und die WSN ausgeben. Ich habe nur 32.000, nicht 35.000. Ich mache einfach ein, zwei Kämpfe offscreen und dann haben wir es. Ich habe übrigens Kimilov in der Zeitmaschine noch nicht bekämpft, ne?
Da fehlt nicht mehr viel, bis ich das Mustang ausweichen habe. Nur noch 590 fehlen, dann habe ich das Mustang ausweichen. Wenn ich mit vollem Nebel ausweiche, perfekt, dann kriege ich den Mustang-Modus drauf. Das wird dann auf jeden Fall richtig geil. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, ihr kennt den Drill, wie immer ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!